hat er einen Block mit den Namen nicht nur des Gegners, sondern auch seiner eigenen Leute. Also das ist schon etwas Besonderes. Die muss er erst noch lernen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen Spieltag in der DEL. Ratinger Löwen gegen Kassel Huskies heißt die heutige Begegnung. Und dieser Dan Hober ist ja erst seit vergangenem Wochenende dabei. Aber seine Mannschaft konnte noch nicht punkten. Und das soll heute passieren. Zumal ja mit den Kassel Huskies ein sehr auswärts schwacher Gegner hier im Stadion am Sandbach zu Gast ist. Die Kassel Huskies aber im Aufwärtstrend in den letzten Spielen. Es wird also ein heißes Spiel, so Gerhard Brunner, der Trainer der Huskies, die ja morgen schon wieder ran müssen gegen Landshut. Und er meinte, heute ist das schwere Spiel. Wir blicken einmal auf die Tabelle und die Ergebnisse von gestern. Erste Ergebnisse: Berlin Capitals gegen Kaufbeuern 7:1. Ein klarer Sieg für die Caps. Schwenningen schlägt Düsseldorf 5:2. Und das vor dem Derby am Sonntag gegen Köln. Augsburg unterliegt zu Hause gegen die Eisbären aus Berlin mit 3:5. Und Landshut schlägt Rosenheim, das haben Sie vielleicht gesehen, in DSF Plus mit 5:2. Und das ergibt folgendes Tabellenbild. Köln führt immer noch vor Mannheim. Und da haben wir schon an der 8. Position die Kassel Huskies. Also, sie rücken in die erste Hälfte, so langsam aber sicher vor. Wir blättern um und da finden wir die Ratinger Löwen auf dem 14. Tabellenplatz. Und schlusslich immer noch Wedemark und Nürnberg, Düsseldorf auf 11. Das interessiert uns. Jetzt interessiert uns aber noch ein weiterer Punkt. Da ist nämlich Marco Rentsch zu uns gestoßen. Er ist der dritte Ausgesonderte von den Berlin Capitals, so kann man es sagen. Denn Stefan Sinner ist bei den Wedemark Scorpions untergekommen, Günther Ostwald in Landshut. Und Marco Rentsch als letzter von diesen drei jetzt hier in Ratingen. Marco, 11 Jahre Berlin und jetzt Ratingen, bitte? Ja, was heißt bitte? Ich meine, man sieht ja selber, dass dieses Jahr sich eine Menge geändert hat. Wenn es sich anders geht, spielen will ich unbedingt, dann müssen wir halt schauen, wo ein Platz frei ist. Und ich glaube, hier in Ratingen kann man schon Fuß fassen. Hast du dich schon ein bisschen mit der Mannschaft verständigt? Hast du dich schon eingelebt? Ja, ich bin seit Donnerstag hier. Wir hatten zwei Trainingseinheiten gestern und heute. Die Jungs haben mich sehr gut aufgenommen. Mit dem Englisch haben wir nicht so viel Probleme, haben wir jahrelang gehabt. Axel Kamera kenne ich von früher, den Trainer auch. Also ging bis jetzt super. Jetzt erst noch ein Wort zum Gegner, die Kassel Huskies. Ich habe vorher schon so gesagt, da wäre eigentlich ein Sieg drin, denn die Kassel Huskies gelten als sehr auswärts schwach. Sind aber in der Tabelle ziemlich weit oben. Ja, ich hoffe, wir haben die letzten Spiele hier in Ratingen haben sie verloren oder nicht so gut gespielt, unglücklich gegen Krefeld verloren. Ich hoffe, dass wir heute, gerade heute, wo ich mitspiele, vielleicht gleich einen Sieg machen können und aus den nächsten drei Spielen brauchen wir bestimmt 4-5 Punkte. Also gut, dann wünschen wir euch viel Glück, vielen Dank erstmal und viel Glück natürlich bei dem Einstand heute in Ratingen. Vielen Dank, Marco Rentsch. Vielen Dank. So, wir schicken ihn zur Mannschaft, holen Rick Amen rein. Rick, du hast es gerade gehört, was er gesagt hat, was ich auch gesagt habe. Wie schätzt du denn das Spiel heute ein, Ratingen gegen Kassel? Ich war wirklich ein bisschen überrascht, als Gerhard Brunner gesagt hat, dass er wirklich meint, es wird ein schweres Spiel als morgen gegen Landshut. So, seine Mannschaft hat die richtige Einstellung, die müssen es haben. Mit der Heimzuschauer hier, die spielen sehr gut, nicht schlecht zu Hause und besonders mit dem neuen Trainer. Ich bin überzeugt, dass sie werden wirklich voll motiviert sein. Also, wir schauen uns jetzt mal die Huskies an, wie sie heute spielen. Unsere drei natürlich hier mal rausgegriffen, aber wir fangen beim Torhüter an. Chagas oder Eriksson, ganz klar, wie immer, wie schon seit langem, Pavel Chagas im Tor, die Nummer 1. Ja, der Nummer 1 ist er und er bis jetzt hat wirklich seine Leistung vom letzten Jahr nicht so gehalten wie letztes Jahr. Er muss es wirklich ein bisschen verbessern, wenn der Huskies besonders auswärts Erfolg haben will. Da haben wir die Verteidigungspärchen, Öhmann, Wento, Jonsson, Wedel, Devek, Engel und Kokros zusammen mit Sam und natürlich den drittbesten Verteidiger haben wir uns herausgepickt. Das ist Roger Öhmann mit 6 Toren und 6 Assists ganz weit vorne. Genau, und ein Powerplay-Specialist auch. Er spielt überragend in der Powerplay mit Johnson. Die beiden großen Jungs, die schießen die Scheibe sehr, sehr gut und die machen hervorragendes Aufbauspiel. Super Leute. Bei den Stürmern haben sie auch super Leute. Hansson, Seppo, Miller, das ist die erste Stürmerei. Grinner, Iken, Eftuschewski, dann Larin, Morrison, Quasigroch und Heisig, Boos, Ozellis. Und wir haben einen der Gründe, warum Kassel Nummer 1 ist im Powerplay. Das ist der Grund, Mike Miller. Ja, ein Torjäger ist er auf alle Fälle. Und auch besonders effektiv bei Überzahl, genau wie Omen und Johnson. Die alle drei haben insgesamt 10 Tore in Überzahl geschossen von dieser Mannschaft. Wir müssen aufpassen, Ratingen, wenig Strafen nun, weil wenn die kommen raus mit ihren Powerplay-Blocks,
Ratinger Löwen, vor allen Dingen der im Tor steht. Und wer ist es denn? Zunächst einmal beide Torhüter, Joachim Persson oder Ian Wood. Und es ist bei den letzten Spielen immer wieder, er hat sich durchgesetzt, Ian Wood. Ian hat das letzte Spiel gegen Mannheim gespielt. Auch war nicht so optimal, aber er ist jetzt im besseren und besseren Lauf wie die anderen. Mit Ian ist wirklich gefährlich. Er ist entweder Hop oder Top. Wenn er gut drauf ist, man kann gar nichts vorbei ihm schießen. Die Verteidigungsbärchen der Löwen. Johnson, Blum, Lotto, Holden, Lampinen und Rentsch. Und natürlich, wir haben ihn vorher schon hier gesehen, jetzt sehen wir ihn auf dem Eis, Marco Rentsch. Marco wird wirklich heiß auf diesem Spiel sein. Er hat eine Chance jetzt hier zu zeigen, warum er will hier in Ratingen spielen. Er hat die richtige Einstellung. Er will nur Eishockey spielen. Jetzt kriegt er seine Chance. Jetzt kriegt er seine Chance und er will natürlich einen guten Einstand hier liefern, so heißt. Und die Stürmer sollen ihm helfen und die Tore schießen. Kamara, McReynolds, Salomonsen, Fuchs, Scholz, nochmal Fuchs, Lazzaro, Montanari, Reynolds, Catenacci, Similaro und Bortolotti. Rausgegriffen haben wir uns den alten Fuchs, Axel Kamara. Ja, Axel hier spielt jetzt wieder mit seinem alten Trainer Dan Ober von der Vergangenheit der 90er Jahre, als er in Berlin war. Er war Kapitän unter Dan und jetzt ist er voll motiviert. Er hat einen Trainer jetzt, er ist nicht so klar gekommen mit dem alten Trainer Lehead und jetzt er hat eine Chance wirklich alles zu zeigen. Also, die Partie Ratinger Löwen gegen die Kassel Hearts ist in wenigen Minuten mit Sven Kukulis, der sitzt schon oben bereit, aber wir machen erst noch eine kleine Pause, bis gleich. Hattrick, die zweite Liga im DSF. Die Großen geben sich schon heute die Ehre. Kaiserslautern empfängt den FSV Zwickau. Der Tabellenzweite aus Wolfsburg trifft auf die Stuttgarter Kickers und immer noch ungeschlagen Unterhaching. Jetzt geht es nach Berlin. Ihr Gastgeber im Studio ist diesmal Tino Polster bei Hattrick, die zweite Liga. Heute 21.30 Uhr nur im DSF. Auch von dieser Stelle ein herzliches Willkommen am Ratinger Sandbach, an dem der EC Ratingen nach zuletzt 6 sieglosen Spielen unbedingt wieder einen doppelten Punktgewinn einfahren will und die Kassel Huskies genauso unbedingt zurück wollen unter die Top 6 der Liga. Und fast schon traditionell das Spiel nach den ersten 3 Sekunden hier in Ratingen unterbrochen, da hier reichlich von Papier auf das Eis gewählt wurde. Das sind diese kleinen Deckelchen, die man unten an den Pilzgläsern als Schaumfänger befestigt. Die landen hier, seit es Eishockey am Sandbach gibt, regelmäßig auf dem Eis. Also diese Unterbrechung, sie gehört einfach dazu beim Eishockey in Ratingen. Auch wenn sie das Spiel immer ein bisschen auffällt, die Ratinger Spieler kennen das natürlich, wissen natürlich, dass sie sich nicht ganz so heiß zu machen brauchen für das erste Anspiel. Die Kassel Huskies möglicherweise irritiert, denn man macht sich als Spieler natürlich auf den Punkt fit, um dann beim ersten Bulli förmlich zu explodieren. Die Löwen, sie haben ihr Kämpferherz zurückgefunden unter Dan Hober, ihrem neuen Coach. Und die Kassel Huskies, sie sind ja traditionell sehr bissig, also wir dürfen uns hier auf jeden Fall auf ein packendes Spiel mit großem kämpferischen Element freuen. Bulli Nummer 2. Die Löwen in den hellen von Tristano Onofri designten Trikots von rechts nach links. Univento. Hansson. Miller. Solomonson und erste Hinausstellung. Avizos greift hart durch. Roger Oehmann am vergangenen Sonntag bester der Kassel Huskies. Er brachte Andreas Salomonson zu Fall. Hier noch einmal schön eingefangen. Und für die Ratinger Löwen gleich zu Beginn Möglichkeit in Überzahl zum Erfolg zu kommen. Die Kassel Huskies
Huskies das schlechteste Unterzahlteam. Das weiß natürlich auch Roger Öhmann, der 29-jährige Schwede. Bei jedem dritten Unterzahlspiel klingelt im Tor der Schlittenhunde. Jonsson. McReynolds. Haben schnell die Powerplay-Aufstellung gefunden, die Ratinger. McReynolds. Bewegung im Überzahlspiel der Gastgeber. Reynolds. Löhm. Reynolds. Jeff Lazaro im Überzahlspiel als Verteidiger eingesetzt, nahm da die Scheibe unerlaubt an und das ist der Hundeführer aus Kassel. Gerhard Brunner. Man sieht ihm an, dass er das Spiel hier in Ratingen ernst, sehr ernst nimmt beim Tabellenvorletzten. Jeff Lazaro. Chagas ohne Mühe. Jeff Lazaro. Marco Rentsch, sein zweiter Scheibenkontakt als Ratinger. Peter Luther. Scholz, Boris Fuchs, Huskies lange wieder komplett. Tino Boos. Aber der Schlittschuh von Scholz am Puck. Fuchs und nochmal Fuchs. André diesmal. Pavel Sagasch auf den Bus. Das ist der Dannhober, der neue Löwenbändiger. Vier Meistertitel in drei Ländern hat er errungen. Zweimal Schweizer Meister, einmal schwedischer und einmal italienischer Titelträger.
Bartoszewski. Und auch dafür gibt es 2 Minuten von Herrn Avicius, dem Leiter des heutigen Spiels. Greg Avtoszewski kam zu Fall. Auch er verdiente sein Geld einmal am Ratinger Sandbach. Dieter Blöhm muss hinaus, der 26-jährige Verteidiger der Löwen. Schläger unter der Stockhand eingehakt, kann man 2 Minuten für geben. Die Huskies, so schlecht sie im Unterzahlspiel sind, so gut sind sie im Überzahlspiel, da rangieren sie auf Platz 1 der DEL-Wertung. Mal schauen, ob es auch jetzt klappt. Roger Oehmann. Roger Oehmann, auf den müssen Sie aufpassen im Überzahlspiel. Oehmann, Miller und Johnston, die erfolgreichsten Torschützen im Powerplay bei den Kassel Huskies. Eine Minute 15 Sekunden, die Schlittenhunde noch in numerischer Überlegenheit. Seppo. Thank you.
Liga gegen Peter Kwasikow. Vierte Reihe der Huskies auf dem Eis. Unabhängig vom Tabellenstand, Schlagerspiel zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien.
Feld lagen dreimal zurück, konnten dreimal ausgleichen. Allerdings da die Differenz jeweils nur ein Treffer. Axel Kamera, 1 gegen 1 heißt es. Und der zweite ist Pavel Zagasch. Musste er versuchen, Axel Kamera. Leicht verdeckt der Schuss. Musste er 7-mal eingreifen. Zagasch, der verzügliche Rückhalt der Kassel Huskies. Dino Boos. Johnson. Renner.
Peter Kwasigrok von einem Ratinger genau im rechten Moment über die blaue Linie geschoben. Aber den Blauen, den kann es egal sein. Sie führen mit 2:0 nach 14 Minuten 37 Sekunden. Ja, ganz ohne Feindeinwirkung. Thank you.
Stockschlag von André Fuchs gegen Mike Miller. Der Wieso ist auf Höhe des Fuchs, hat er das nicht mitbekommen. Thank you.
lieber aufs Navigationssystem. In 100 Metern links abbiegen. Siehst du? Der
FC Bayern wird am Samstag beim SC Freiburg neben Scholl auch noch auf zwei weitere Spieler verzichten müssen. Thomas Strunz liegt mit Fieber und einem Darmvirus im Bett und Christian Nerlinger muss eine Gelbsperre absitzen. Heiko Herrlich bleibt das Verletzungspech treu. Der Stürmer von Borussia Dortmund ist im Abschlusstraining umgeknickt und hat sich am Sprunggelenk verletzt. Damit wird er im Heimspiel gegen Karlsruhe fehlen. Für Herrlich wird voraussichtlich Karl-Heinz Riedle wieder zum Einsatz kommen. Der hat sich inzwischen fit gemeldet und auch Matthias Sammer hofft, morgen wieder auflaufen zu können. Lazio Rom ist nach italienischen Presseberichten an Jörg Heinrich interessiert. Demnach soll der Dortmunder das linke Mittelfeld der Römer verstärken. In die deutsche Eishockeyliga. Die Frankfurt Lions haben den Finnen Joni Lehto verpflichtet. Der 26-Jährige hier beim Torerfolg gegen die Berlin Capital in der Europa-Liga ist bereits heute Abend gegen Krefeld spielberechtigt. Lehto kam vom schwedischen Erstligisten Luleå und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Das waren die Telegramme. Wir können uns wiedersehen mit dem Sportreport um 22 Uhr. Und da haben wir die Freilassung von Peter Graf nach 15 Monaten Untersuchungshaft. Wie Giovanni Trapattoni endlich mal wieder in Freiburg gewinnen will und warum Sugar Ray Leonard mit 40 Jahren noch einmal die Boxhandschuhe anzieht. Das alles und mehr direkt nach Hattrick, die zweite Liga um 22 Uhr. Bis dahin, tschüss. Alle Tore und Ergebnisse und das Sonntagsspiel. Hansa Rostock gegen den MSV Duisburg. Der Gastgeber im Studio ist diesmal Dieter Nickles bei Hattrick. Ich schlage vor, Sie schauen sich das mal an. Sonntag, 22 Uhr im DSF. Gebraucht wird.
Jetzt spielend einfach. Mit dem neuen Elektroschaber von Bosch. Bosch. Genial einfach. Einfach genial. Wenn ein Korn so rein und roggenecht ist, wie echter Nordhäuser Doppelkorn, dann genießt man ihn besonders gern mit guten Freunden. Echter Nordhäuser Doppelkorn. Roggenecht. So muss ein Korn schmecken. Mit Schuppen müssen Sie immer rechnen. Mit Schuppen abrechnen müssen Sie jetzt mit Terzolin. Das Mittel, das die Ursache von Schuppen dauerhaft bekämpft. Terzolin stoppt Schuppen, Juckreiz und Rötung dauerhaft. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Auf der Suche nach dem eigenen Weg ist ein Gespräch unter vier Augen durch nichts zu ersetzen. Plötzlich entdecken Sie, wie wichtig es ist, nicht nur an heute zu denken, sondern auch finanziell vorzusorgen. Für die Familie, den Beruf und die Zeit danach. Für die richtige Geldanlage und Lebensversicherung ist es gut, jemanden zu haben, mit dem Sie sich beraten können. Vertrauen ist der Anfang von allem. Deutsche Bank. Braufrisches DAB-Pilsener. Zum Wohlsein. DAB. Erleben Sie jetzt den neuen, noch längeren Geschmack von Orbit ohne Zucker. Den längsten Geschmack, seit es Kaugummi gibt. Unnachahmlich. Der neue Orbit ohne Zucker. Schmeckt aufregend gut und jetzt so extra lang wie noch nie. Erleben Sie die weite Welt des extra langen Geschmacks. Der neue Orbit ohne Zucker. Der längste Geschmack, seit es Kaugummi gibt. Beim Spiel Ratinger Löwen gegen die Kassel Huskies ist fast vorüber, denn es fehlt noch die Analyse und darf ich Sie einladen, Platz zu nehmen. Wir haben uns auch gemütlich gemacht, zumindest was unser Outfit heute anbelangt. Ich habe schon gesagt, es fehlt nur noch das Kaminfeuchten, aber das kennt man da ja bei euch, Rick. Das ist Hot Stove, oder wie heißt das? Das heißt der Hot Stove League, ne? Und wir werden es vielleicht integrieren in unser Programm irgendwann dazu. Mit Kamin und Keksen und allem. Aber jetzt erstmal die Analyse. Ich habe es gesagt, die Gäste aus Kassel führen mit 2:0 hier. Und wie es dazu kam, jetzt in zwei Szenen und schon nach 30 Sekunden stand fest, dass es die Ratinger Löwen im eigenen Stadion sehr, sehr schwer haben werden. Deswegen. Here's the scene from the middle ice zone. Es ist der Anfang des Spiels und Bruce Eakin, stopp es hier. Schau mal hier der Ratinger Spieler, besonders der Verteidiger. 1, 2 und der dritte ist Pierre Johansson. Und zieht sich aus der Position. Alle sind fixiert auf Bruce Eakin. Hätte normalerweise hier ein bisschen weiter hinten bleiben sollen, auf der blauen Linie. Und lass es weiterlaufen, ein super Pass, ist angenommen bei Miller. Und die haben hier ein 3 gegen 1, das ist die erste Minute von dem Spiel. Und können wir es hier stoppen. Normalerweise, ich habe gedacht, es wäre eine Passmöglichkeit. Aber lass es weiterlaufen, ein Torjäger wie Miller, er kann machen, was er will wirklich. Aber knapp drüber. Knapp vorbei, Mike Miller hat da selbst geschossen. Das ist ein bisschen zu kritisieren. Warum schießt er selbst und gibt nicht ab? Well, wer bin ich zu sagen, wer man, er ist wirklich ein Torjäger. Na, ich bin der Meinung, das ist eine kleine Kritik mit auf ihm in der Liga. Er schießt ein bisschen zu oft. Da war noch eine Möglichkeit, meiner Meinung nach, wer passen könnte, ist okay. Er hat genug Tore geschossen, vielleicht soll er doch schießen. Ja, er hat 12 Tore geschossen und ist damit Top-Torjäger der Liga. Also der Erfolg gibt ihm da recht. Aber dann fiel das 1:0. Für die Kassel Huskies nach 6 Minuten 30 Sekunden. Dabei ist Roger Oehmann und da haben wir es. Das Powerplay fängt an tief in der Zone und das ist was Mark Kassel hier vorhat. Können wir es hier stoppen? Sie haben gerade hier versucht aggressiv zu spielen. Und die Ratingen-Spieler sind ein bisschen disorientiert und versuchen sich jetzt hier zu orientieren. Schau mal das freie Platz hier hinten. Und hier oben, dieser Mann hier ist verantwortlich für diesen Platz, Olaf Scholz. Und ist interessant, lass es hier ein bisschen weiterlaufen. Er versucht sich zu orientieren, er versucht den Mann zu finden, der nicht im Bild ist, mit seinem Kopf. Er sucht, er dreht aber wird er ihn finden, lass es weiterlaufen. Pass kommt wieder hier hoch. Weiter. Und es wird ein super Pass hier abgeliefert. Und hier vorne, vor dem Tor, ist Estischewski. Und ist der gecheckt. Und das zieht der Verteidiger ein bisschen aus der Position. Bruce Eakin jetzt hat einen super Passbahn hier. Können wir das Passbahn anschauen? Boom. Da ist es.
Super Passbahn und da hinten ist Omen und er läuft jetzt im Bild. Schulz versucht es auszubügeln, der Verteidiger auf, aber er kommt zu spät dran und ins Tor. Sehr schön gemacht. Super Powerplay, Castle. Sie haben einen hervorragenden Powerplay. Sie sind auch die beste Powerplay-Mannschaft der Liga und das war der Beweis, warum. Das ist interessant. Dieter Blum saß genau noch eine Sekunde auf der Strafbank. Und du kennst eine ganz interessante Geschichte um Dieter Blum, hast du herausgefunden. Ja, Dieter Blum muss angeblich zur Bundeswehr jetzt gehen. Das ist ein bisschen interessant. Ich muss mit ihm nach dem Spiel darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es Tatsache ist oder nicht, aber wir werden erfahren. Sie werden jetzt auch erfahren, wie es in den anderen Stadien steht. Da haben wir die Zwischenergebnisse. Köln führt gegen Medemark mit 2:0. Mannheim-Nürnberg 0:1. Da sind noch 9 Minuten zu spielen im ersten Drittel. Und Krefeld-Frankfurt ebenfalls in der Drittelpause 3:0. Das sind die Stände in den anderen Stadien. Hier steht es 0:2 aus Sicht der Ratinger Löwen. Und den Rest, das zweite Drittel, nämlich macht Sven Kukulis. Das Spitzenspiel der DEL mit Krombacher. Genießen Sie's. Und mal schauen, was die Ratinger Löwen jetzt machen. Oder ob Dan Hober in der Kabine etwas machen konnte an der fast ein bisschen lethargischen Spielweise. Wirkten ein wenig verschlafen, die Löwen, in den ersten 20 Minuten. Liegt allerdings auch daran, dass die Huskies es glänzend verstehen, wenn sie einmal führen, dem Gegner das Spiel sehr, sehr schwer zu machen. Muss er zum Bund oder nicht? Bento. Roger Oehmann. Salomonsson. Roger Oehmann fühlt sich in Kassel sauwohl. So, die eigene Aussage merkt man eben beim Spiel bei den Huskies auch auswärts an. Blüm. Salomonsson. Für Christian Schmitz, Verteidiger verletzt. Und das ist die Statistik aus dem ersten Spieldrittel. Den Spielstand, den haben Sie mitbekommen. 0:2 aus Sicht der Ratinger Löwen, die zwar 16 Mal auf das Gehäuse von Sagasch geschossen haben, aber kaum einmal richtig gefährlich. Unter den 13 Schüssen der Huskies wesentlich brillantere Abschlüsse. Die Strafzeitenbilanz ausgeglichen, 2:2. Die Huskies von den Bullies im Vorteil. Schauen, wie jetzt dieses Anspiel ausgeht. Wieder zugunsten der Kassel Huskies, Johnston. Toni Krinner. Die Scheibe. Bortolussi. Und Chagas rettet gegen Lazaro. Marco Rentsch. Vizos hält den Arm unten, kann in Ausstellung, entscheidet er. Abseits. Bruce Eakin bereits weit über die blaue Linie.
Bartoszewski. Ein Giftprickel, den man fast ein bisschen hasst, wenn er beim Gegner spielt, aber den man liebt, wenn man ihn in den eigenen Reihen hat. Ungemein engagierter Spieler. Freute sich darüber, unter Hans Zach trainieren zu dürfen. Ausgangs der vergangenen Saison. Und hier noch einmal die Abseits-Situation. Knapper, als es zunächst den Anschein hatte, weil Grinner mit dem Puck noch einmal rausfuhr. Sebeck.
Zweifelsfall destruktiv agieren mit einem 3:0 im Rücken. Gehörten zu den auswärts schwächsten Teams in der Spitzengruppe. Aber inzwischen nach den 2 Punkten aus Wedemark, und vielleicht kommen ja heute noch 2 dabei, steigern sie sich. Insgesamt 5 Zähler bisher auf fremdem Eis erobert, die Schlittenhunde aus Nordhessen. André Fuchs beim Anspiel. Toni Grinner. Der Jonsson. André Fuchs. Jonsson. Iken ist ihm auf den Fersen. Olaf Scholz. Dieter Blöhm allein, denn der Rest fährt zum Wechseln. André Fuchs noch auf dem Eis. Lampinen. Rufen, wir haben bezahlt, wir wollen was sehen, sind natürlich enttäuscht von ihren Ratinger Löwen, die wesentlich mehr gezeigt haben im ersten Spiel von Dan Hober an der Bande. Für Team Canada bestritten hat. Sach war ja auch hier als Trainer im Gespräch, wäre möglich
glücklicherweise hier gelandet. Hätte ihn nicht sein alter Arbeitgeber, bei dem er noch in Lohn und Brot stand, zurückgerufen. Jan Hober nahm dann die Stelle von Bill Lockett ein. Umsetzen.
wieder vollzählig, Engel wieder dabei. Perspektiven hat.
man auf dem Eis wenig zu sehen. Ihn werden wir auf dem Eis auch nicht sehen. Toni Cimolaro in der vergangenen Saison. Sechstbester Scorer in Dänemark. Auch dort wird Eishockey gespielt. Vier gegen vier Feldspieler lautet die Zusammenstellung auf dem Eis. Boris Fuchs. Boris! Angepassen und irgendwie die Scheibe doch noch ins Netz. 2:3. Und jetzt, da bin ich mir ganz, ganz sicher, werden sie wieder kommen. André Fuchs setzt sich durch. Thank you.
könnte. Lampinen. Fuchs. Scholz gegen Wedel. Allerdings, der Stefan Dittmann.
Lebt sowieso gefährlich auf der Ratinger Bank. Dem Mannschaftsarzt darf ein Schläger von einem der Füchse, musste ebenfalls behandelt werden. Aber heute noch nichts passiert. Das zweite Drittel ist vorbei in der Nachlese. Nach einer kurzen Unterbrechung gleich noch einmal Gerd Leinauer und Rick Ames. Spitzenspiel der DEL mit Krombacher. Genießen Sie's. Heute im Sportreport. Nach 15 Monaten Peter Graf wieder auf freiem Fuß. Nach drei Niederlagen Giovanni Trapattoni will in Freiburg endlich gewinnen. Mit 40 Jahren Boxoper Sugar Ray steigt wieder in den Ring. Dies und mehr im Sportreport um 22 Uhr. Wie oft haben Sie sich schon gefragt? Warum?
einfacher ist als... als jeder andere Weinbrand. Ist es vielleicht, weil die Fässer aus Limousineneiche gemacht werden? Oder ist es die längere Zeit, die ein Asbach uralt zum Reifen braucht? Oder ist es einfach der einzigartige, vollmundige Geschmack? Asbach uralt, vollmundig, vollkommen. Überzeugen Sie sich selbst! Überzeugen Sie sich selbst! Wird schon etwas heftiger diskutiert zwischen Hans Zach und Gerhard Brunner. In der ersten Drittelpause standen sie zusammen und Gerhard Brunner, der Schüler von Hans Zach, war da ganz relaxed bei einem Zigarettchen draußen gestanden. Hans Zach lehnt das ja ab. Aber sie haben sich so gegenseitig ein paar Ratschläge ausgetauscht und Gerhard Brunner konnte sich dann noch weiterhin ganz beruhigt zurücklegen, denn es fiel das 3:0 zu Beginn des zweiten Drittels für seine Mannschaft. Mike Miller war es mit dem 13. Saisontor. Aber dann folgte doch der 1:3 Anschlusstreffer, denn die Ratinger-Fans haben geschrien, wir haben bezahlt, wir wollen was sehen. Und da haben sie ihn dann gesehen in der 33. Minute, den Axel Kammerer, der das 1:3, das wichtige 1:3 geschossen hat. Und dann kam eine Drangbajore der Ratinger Löwen. Und was folgte? Nur 1:30 später das 2:3 und da kochte dann richtig die Hütte. Und dieses 2:3, eine gelungene Brüderkombination, das haben wir jetzt in der Analyse. Die Fuchsbrüder sind hier sehr, sehr gut drauf. Und André hier kriegt die Scheibe auf der blauen Linie. Können wir es hier stoppen? Hier ist Greg Johnson. Er hat ein bisschen zu viel Abstand hier gehabt. Und er muss ihm ein bisschen besser attackieren. Und lass es weiterlaufen. Aber ein super Move bei André. Und wenn man gibt ihm eine Chance, ne? Er ermöglicht das Ganze 2 gegen 1 jetzt. Er geht Richtung Tor. Genau. Lass es hier weiterlaufen. Kommt einer Mann hinter ihm. Er macht auch ein bisschen Problem. Aber wer spielt es genau richtig ist Omen. Er bleibt in der Mitte. Er steht richtig. Und von hin werden wir das ein bisschen besser anschauen. Der erste Pass kommt rüber und Schuss aufs Tor. Aber was wir achten müssen, ist der Schläger von Boris. Stopp es hier. Einmal, dein Schläger ist immer noch frei. Kommt dein Nachschuss. Und schau mal, wie weit weg Omen ist von seinem Schläger. Lass es ein bisschen weiter gehen. Genau. Lass es weiter. Hier kommt der erste Nachschuss. Auf dem Fuß. Stopp es hier. Sein Schläger ist immer noch nicht gedeckt. Und wie weit weg ist er? Nicht weit weg. Lass es hier weiterlaufen. Wenn hätte nur seinen Schläger weg von dem Spiel genommen, nicht unbedingt der Mann, weil es sind 2 gegen 1, nach dem ersten Schuss, wäre nicht drin gewesen. Einfacher gesagt als getan. Sehr einfach gesagt. Ich gebe auch zu. Ich habe das Fehler 10-mal, 100-mal gemacht. Aber ist etwas an einer 2 gegen 1 Situation, ist es wirklich leicht. Danach zu analysieren, bestimmt Omen ist ein bisschen böse mit sich selbst. Und in dieser Drangperiode, da waren die Ratinger Löwen ganz, ganz nahe am Ausgleich. Da fiel dann kurz vor Ende des zweiten Drittels für die Kassel Huskies ein sehr, sehr wichtiger Treffer, nämlich der zum 4:2 aus Sicht der Kasseler. Und da haben wir ihn. Und das ist ein sehr wichtiger Tor für Kassel, weil es war ein bisschen wackelig bis zu hierhin. Aber es ist eine 3 gegen 3 Situation und normalerweise sollte alles im Griff sein. Aber sie schaffen eine blaue Linie ein bisschen zu leicht. Und wenn wir das hier anschauen können, stopp es hier. Der Verteidiger muss hier ein bisschen mehr aggressiver an Estischewski gehen. Aber er bremst hier kurz ab und nur wegen dieser Misskommunikation. Die Leute müssen mit ihm reden, seine eigenen Mitspieler, und sagen, bleib dran, lass es weiterlaufen. Das gibt Chevy ein bisschen extra Zeit. Aber alle sind hier gedeckt, wir meinen. Und er versucht ein Pass hin, stopp es hier. Schau mal, Bruce Eakin, alle sind gedeckt. Eine Deckung hier, Manndeckung hier, Manndeckung da. Aber Kammer versucht, Bruce Eakin Schläger hier hochzuheben. Lass es weiterlaufen. Schafft er das nicht? Nein. Schläger auf dem Eis, Scheibe zu ihm. Super gemacht bei Bruce. Einfach Richtungstor und drin. Und drin. Also zum Zwischenstand 2:4. Ratinger Löwen gegen die Kassel Huskies. Wir sind gleich zurück mit dem verletzten Kapitän der Ratinger Löwen, mit Christian Schmidt. Und natürlich mit den Ergebnissen aus den anderen Stadien. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Sehen Sie in DF1 die italienische Serie A live. Der 8. Spieltag beschert uns den Kampf der Giganten, der uns in der Champions League bisher vorenthalten wurde.
Juventus Turin trifft auf den Meister AC Mailand. Die Serie A live. Sonntag, 20.25 Uhr, nur DSF Plus. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie DSF Plus empfangen können, dann rufen Sie bitte die DF1 Infoline an unter der Nummer 0180 33 003. Das passiert hier jetzt dauernd. Wir nennen es die Crash Bandicoot-Welle nach dem PlayStation-Spiel. Wir beschlagnahmen jede Woche hunderte davon. Sehen Sie mal. Sony PlayStation. It's not a game. Bernes Grüner, die Pilzlegende. Erdinger Weißbier, naturtrüb mit feiner Hefe, herrlich erfrischend.
Duft von Old Spice. White Water. Break your limits. Die Löwen sind gerade wieder aus ihrem Käfig gekommen, gefolgt von den Huskies. Ein Spielstand von 2-4. Ohne ihn, ohne den Kapitän, die Ratinger Löwen, ohne Christian Schmitz, der ist nämlich verletzt. Und es ist das Kuriose, ohne einen einzigen Ratinger auf dem Eis. Denn er ist der Einzige, der überhaupt hier in Ratingen geboren ist. Und erst einmal aber die Verletzung. Christian, was ist denn los? Ja, ich habe mir gestern leider im letzten Training eine Leistenzerrung zugezogen, kurz vor Ende des Trainings, und werde damit erstmal die nächste Woche wahrscheinlich ausfallen. Die Mannschaft aber mit den Ausländern gut bestückt, oder gibt es ein bisschen Kritik aus den eigenen Reihen? Generell, wir haben eigentlich eine sehr starke Mannschaft, nur im Moment läuft es leider nicht so, wie wir uns das vorstellen und was wir eigentlich auch spielen können, aber generell gibt es bei uns keinen Grund zur Kritik. Zum Kritik vielleicht mit der neuen Trainergeschichte, Dan Hover jetzt da, was die Unterschied ist zwischen beiden Trainern? Ja, das Training hat sich sehr verändert, wir trainieren jetzt viel intensiver als vorher, das Training läuft sehr gut und wir hoffen, dass wir das jetzt langsam auf dem Eis auch umsetzen können in den Spielen. Gut, vielen Dank, Christian Schmidt, und natürlich erstmal toi toi toi, gute Besserung, dass er bald wieder für die Ratinger Löwen da sein kann. Für die wird es nämlich entscheiden im letzten und entscheidenden Drittel, und weiter geht's mit Sven Kukulis. Das Spitzenspiel der DEL mit Krombacher. Genießen Sie's. Christian Schmidt, einer der beiden verletzten Verteidiger, Johann Selle. Ihn erwünschte es im letzten Heimspiel hier. Johnny Walker verpasste ihm einen Pferdekuss und der schwoll dermaßen an, dass er operiert werden musste. Und deshalb dieses Spiel nicht aus dem Stadion, sondern wie Sie zu Hause am Bildschirm verfolgt, mit dem einzigen Unterschied, dass Selle im evangelischen Krankenhaus in Ratingen liegt. Die besten Genesungswünsche auf diesem Weg und die beste Medizin wäre natürlich, wenn seine Löwen hier noch einmal herankämen im letzten Spieldrittel. 2-4 der aktuelle Spielstand.
der kühle Schwede bei Ratingen links und der feurige Tölzer Gerd Brunner rechts. Und ähnlich agierten bisher die Teams auch über weite Strecken, die Ratinger vor allen Dingen bis zur 30. Minute doch recht unterkühlt. Die Huskies wesentlich bissiger, vor allen Dingen im Zweikampf. Der Jonsson. Olaf Scholz.
entscheidet Frank Avitus. Jonsson. Abgepfiffen, der Puck. Zwar zurück aufs Eis, aber Popfang jetzt hinter dem Tor. Hans Dach, den Alpenvulkan, den werden wir am Sonntag ab 19 Uhr in Aktion erleben an seiner alten neuen Wirkungsstelle bei der Düsseldorfer EG. Das immer junge rheinische Duell zwischen der DEG und den Kölner Haien. Live im DSF.
Tor von Zagasch. Hier sehen wir das geflickte Kinn von Univento. Thank you.
Center Olaf Scholz, der auch jetzt wieder am Anspiel platziert ist. Nach wie vor die homogenste, um nicht zu sagen die beste Reihe der Ratinger Löwen, eingespielt seit der vergangenen Saison. Boris Fuchs, der Wille ist erkennbar. Roger Oehmann. Kamera.
Krüpp sehe ich im Vordergrund auf dem Eis. Hier ist es geschehen und es sieht so aus, als wenn der Schläger des Gegenspielers den rechten Arm hochgesaust wäre. Das passiert im Eishockey. Dieter Blöhm in der vergangenen Saison beim EV Landshut, siebter Verteidiger. Und hier sehen wir es noch einmal ganz genau. Schläger den Arm hinaus, mitten ins Gesicht, das ungeschützte Gesicht von Dieter Blöhm. Benji Sebeck, der Verteidiger der Huskies, hat daraus Konsequenzen gezogen, spielt nun mit Vollvisierhelm. Jeff Lazaro, Montanari. Zur Abwechslung mal eine andere Reihe als die Füchse oder der Kamerasturm auf dem Eis. Lampinen. Jeff Lazaro. Reynolds. Lazaro. Bewährte Kombination. Corey Holden. Löwen, die sich noch nicht aufgegeben haben, noch nicht kaputt sind, wie dieser Schläger. Muss sofort fallen gelassen werden, wenn ein Schläger kaputt ist. Muss der Spieler an die Bank sich einen neuen besorgen. Hier Jeff Lazaro. Und hier der Bruch des Spielgeräts. Die Regelung deshalb, damit durch bei einer solchen Aktion entstehende Splitter oder scharfe Kanten kein Gegenspieler verletzt wird. Und dann ist wieder ein Ratinger getroffen. André Fuchs. Was ist passiert? Hinter dem Tor. Evtuschewski. Da kann bzw. muss man Absicht unterstellen, das Knie hineingedreht in das Knie von André Fuchs, der sich in vollem Lauf befand. Kann ganz, ganz böse Verletzungen nach sich ziehen. Evtuschewski und stellt das linke Knie nach vorne, als er André Fuchs kommen sieht. Riskiert dabei zwar selber auch eine Verletzung. Evtuschewski, ein Mann, von dem Hans Zach sagt, das ist einer wie ich früher, der tut alles, um zu gewinnen. Im letzten Jahr waren die beiden ja gemeinsam aktiv. Zach an der Bande und er im Team. André Fuchs. Hoffentlich hat er jetzt nicht allzu viel Zeit für seine Hobbys, Videofilme und Videospiele in den nächsten Tagen, sondern kann sich weiter auf den Sport und aufs Training konzentrieren. Johnson. Abseits. Die Sorgenfalten von Den Hober werden tiefer. Denn nun muss er sich fragen, ob ihm nicht ein weiterer Spieler ausfällt mit André Fuchs, ein wichtiger. Robert zuletzt Nationaltrainer in Dänemark, nun wieder im Vereinsgeschäft. Wollte die Herausforderung und die hat er hier nun wahrlich in Ratingen.
4 Minuten und 29 Sekunden vor Schluss. Tino Boos, der 21-Jährige, der wenige Kilometer weiter im Süden bei der Düsseldorfer EG das Eishockeyspielen gelernt hat. Im Sommer trainierte er bei Torpedo Jarolava, um sich da zusätzlich einen Schliff zu holen. Fans sowie auch die Mannschaft sich immer wieder heran.
gekämpft hat. Gerd Leinauer und Rick.